Die Kassen der Städte sind leer, also muss man sich was einfallen lassen. In Trier lebt vor allem der Tourismus und für den wird auch viel investiert, in Kultur und den Erhalt antiker Gebäude. Da die Bundesregierung aber die Mehrwertsteuer für Hotels gesenkt hat, gehen der Stadt Trier wichtige Einnahmen nun verloren. So wie es Köln vorgemacht hat, hat nun auch Trier eine Bettensteuer eingeführt. 1 Euro pro Übernachtung gehen an die Trierer Kultur. Rund 600.000 Euro sollen dazu jährlich mehr in die leeren Kassen fließen. Durch die Erhaltung der Kultur fließt das Geld auch wieder weiter. Eine ähnliche Kultursteuer gibt es übrigens auch in Bingen. Da die Steuer vielen Hotels aber nicht passt, wollen sie nun vor das Oberverwaltungsgericht in Leipzig ziehen.